Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Steffo. Heute haben wir ja mal wieder ein Blister Sticker Set von der Euro 2016 von Frankreich. Ja, die Euro 2016 ist vorbei und Portugal ist Europameister, aber trotzdem, ich muss ja noch das Sticker-Album mal vollziehen und drum kommen da schon noch ein paar Videos, wo ich ein paar Sticker-Tütchen öffne. Und ich will noch eigentlich ein Display unboxen, aber bis jetzt habe ich noch keins gefunden, was ich für den Preis auch zahlen werde. Und ja, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 Sticker-Tütchen haben wir jetzt zum Öffnen. Und wir legen gleich los. Kriegt die Kacke nicht auf. Jetzt hat oh, mich vorhin in die Kamera gekommen, Entschuldigung. So, dann legen wir los mit Adam Pinter von Ungarn. David De Gea von Spanien. Österreichisches Duo Martin Hanek und Zlatko Junusovic. Aris Gudarsson von Island und Kim Källström von Schweden. So. Julian Baumgartlinger von Österreich. Fabian Scheer von der Schweiz. Starspieler Thomas Müller. David Limberski von Tschechien und Bakary Sanja von Frankreich. Und da haben wir wieder einen Thomas Müller. Ja, er hat da leider kein Tor geschossen bei der Europameisterschaft. Dann französisches Duo Raphael Varane und Laurent Koscielny. Richard Keogh von Irland. Birkir Bjarnason von Island. Und Alexei Berezutski von Russland. So. Dann haben wir Toni Kroos von Deutschland. Claudio Cesarü von Rumänien. Spanisches Duo Paco Alcácer und David Silva. Matej Vydra von Tschechien. Und Vlad Šiřičeš von Rumänien. Dann haben wir Zlatko Junusovic von Österreich. Österreich hat ja total abgelost. Dann Starspieler Eden Hazard. Albin Ekdal von Schweden. Daniele De Rossi von Italien. Und Patrice Evra von Frankreich. Ja, Frankreich war ja der Gegner von Portugal im Finale. War ein richtig gutes Spiel, fand ich. Ging ja über Verlängerung, hätte auch noch Elfmeterschießen werden können. Leider nicht. Dann haben wir Marco Arnautovic von Österreich, Andres Iniesta von Spanien, Wayne Hennessy von Wales, Ole Gusev von Ukraine und Jan Vertonghen von Belgien. Dann haben wir Jan Durica von Slowakei. Das ukrainische Wappen. Kieran Clark von Irland. Claudio Marchisio von Italien. Und
Dmitri Komarov von Russland. Dann haben wir den Neudortmunder André Schöle. Schweizerisches Duo Haris Seferovic und Admir Medmedi. Josh McGinnis von Nordirland. Petr Cech von Tschechien und Emil Forsberg von Schweden. Dann haben wir Robin Okoté von Österreich. Das ist mir einer runtergefallen. Ola Toivonen von Schweden. Marco Parolo von Italien und schwedisches Duo Emil Forsberg und Markus Berg. So. Muss ich das irgendwie. Ah, kleinen Moment, ich muss ein bisschen zurückrutschen. So. Dann haben wir Johan Giroud von der Schweiz. Na, wird scharf. Ja, jetzt. So, und schon kommen wir zum letzten Sticker-Tütchen. Da geht's los mit einem französischen Duo. Hugo Lloris und Bakary Sagna. Juan Mata von Spanien. Mehmet Topal von der Türkei, rumänisches Duo Bogdan Stanciu und Claudio Cesarü und Radja Nainggolan von Belgien. So, das war das Blister-Unboxing von der UEFA Euro 2016 aus Frankreich. Die Sticker und genau. Wenn das Video euch gefallen hat, macht doch einen Daumen nach oben, benutzt das Bewertungssystem, dafür ist es da, und lasst ein positives Däumchen da oder auch ein negatives, wie ihr wollt, wie es euch gefallen hat natürlich, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, also bleibt dran, bis dann, euer Steffo, ciao, ciao.